EA, Madden, was macht ihr für Quatsch? Wir haben eine Liste von den Team-Ratings. Ein Team mit Riesenabstand, danach alle relativ nah zusammen. Wir haben die Eagles, die Patriots, die Saints, Falcons, Steelers, Vikings, Jaguars, Raiders, Titans, Cowboys, Rams, Chiefs, Seahawks, Packers, Redskins, Ravens, Panthers, Lions, 49ers, Texans, Chargers, Broncos, Bengals, Buccaneers, Bears, Browns, Dolphins, Bills, Colts, Giants, Cardinals und die Jets. In exakt dieser Reihenfolge. Was stimmt jetzt nicht an dieser Reihenfolge, fragt ihr euch? Ein paar Sachen sind echt komisch. Okay. Gehen wir mal durch. Wir haben die Rams auf 80. Wir haben die Seahawks auf 80. Wir haben die Raiders und die Cowboys auf 81. Die Rams. Die Raiders? Die Cowboys? Die Seahawks? Alles klar, ergibt Sinn. Aber ey, okay, gut. Es geht ja nicht nach dem letzten Jahr, wie man da gespielt hat. Es geht ja um die Spieler, die bei einem im Team sind. Richtig? Stimmt ja. Meine Frage, wie kann das passieren? Guckt euch die Records an. Die Rams sind eher stärker als schlechter geworden. Wieso sind die Rams genauso gut wie die Seahawks? Wieso sind die Cowboys und die verdammten Raiders besser als die Rams? Ich will gar nicht erst anfangen von Teams wie den Chargers zum Beispiel, die mit 77 schlechter bewertet sind, als so viele Teams, die untalentierter sind. Ich sag nur als Beispiel Lions, Redskins, 49ers. Wie zum Teufel können die Chargers als eins der talentiertesten Teams in der AFC, vielleicht sogar in der gesamten NFL, unter diesen Teams sein? Wieso sind die nur 77? Was ist da passiert? Nächste Sache, auch auf der unteren Seite der Liste sind ein paar komische Sachen. Wir haben die Bills, die letztes Jahr in den Playoffs waren, und die Colts und Browns, die exakt das gleiche Rating haben. Wir haben die Cardinals, die sogar noch eins schlechter sind? Hä? Auch hier wieder, ich möchte nicht den Vergleich herholen, aber Bills 9-7, Playoffs. Cardinals 8-8, auch ganz okay. Und dann, besser als die Cardinals, auf dem gleichen Level wie die Bills, haben wir die 0-16 Browns und die 4-12 Colts mit dem meiner Meinung nach schlechtesten Kader in der Liga. Die Colts wirklich? Die nur auf diesen einen Kerl sich verlassen können? Auf Captain Neckbeard? Okay, ihr wisst, wie ich mich aufgeregt habe über die Rams und die Raiders. Nehmen wir nur mal das als Vergleich. Zack, wir haben 73 die Cardinals und 81 die Raiders. Warum? Nur wegen Gruden? Aber okay, euer knapp 50-jähriger Running Back wird euch schon rausreißen, Raiders. Alles gut. Aber ey, wir wissen ja, es geht nicht nach dem Record, sondern nach Talent. Jetzt die Rams mal beiseite gelassen, ansonsten haben sie es bestimmt richtig, ne? Chargers auch beiseite. Nein, haben sie nicht. Nach Talent sind die Giants definitiv mit 73 am Start. Was ist da los? Wer hat gesagt, die Browns sind besser als die Giants? Die Browns. Insgesamt ist es nur ein Videospiel und natürlich ist es wichtiger, was man am Ende des Jahres für eine Wertung hat, nicht am Anfang des Jahres. Aber ey, komm schon, EA, das ist frech. Das ist einfach nur frech. Egal, lasst mich wissen, was ihr von der Liste haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video. Bis dann. Ciao.